Mission Range Rover startet und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und ich bin fast tot. Weil ich dumm war. Ich weiß noch nicht, wie ich mich heile, aber werden wir rausfinden. Was sind das für Dinger? Verdammt! Ich vergesse es jedes Mal. Der Springradius ist ja mal richtig behindert. Wie heile ich mich denn? Oh Gott, was war hier los? Okay. Rennen wir hier mal ein bisschen rum. Da liegt doch was. Panzerungsplatten. Cool. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man ein Medipack nimmt, das wäre schon geil. Aber gucken wir mal eben. Ausrüstung. Okay, da kann ich leider nichts reinlegen. Kann ich da was reinlegen? Ich habe doch Rüstungsplatten bekommen. Geil. Okay, ich check's noch nicht. Hey, ich habe doch gerade Rüstungsplatten bekommen. Ja, nimm die. Sehr schön. So, den Helm bitte absetzen. So, Schadensschutz ist schon mal sehr gut. Wie nehme ich denn jetzt mal irgendwie Ausrüstung? Heil dich. Okay, muss ich mal eben nachgucken, Leute. Steuerung. Codec, schnell speichern. Vorwärts, nach links. Stürmen. Bewegungsgeschwindigkeit, Y, Waffen, Feuer, Zoom, Erste Hilfe ist F, okay. Sehr gut. Dann bewegen wir uns mal. Wo könnte es hier noch lang gehen? Die Quest sagt in diese Richtung, also jetzt nach rechts, aber... moin. Verbrannte Erde. Schön vorsichtig. Jenkins, mach keine Dummheiten. Ich weiß doch, du willst es. Der rennt in seinen Tod. Einer von den beiden stirbt. Ich erinnere mich nicht dran. Keine Sorge, es ist nur... Das ist so obvious. Ich will meine Pistole. Kein Kontakt. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier nachlädt. Ach, die hat die vielleicht unendlich Muni, die Pistole? Kann das? Oh, der ist hinter sich, würde ich mal sagen. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Sir. Schön in Bereitschaft bleiben. Und ich wusste, dass Jenkins stirbt. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Ich traue dem Kerl nicht so richtig. Schilde sind unten. Okay. Das klingt ja mal nicht gut. Ah, okay. Sehr gut.
darf die Deckung hier nicht aufgeben. Habe ich eigentlich ein Schild? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Alter. Das Spiel ist ganz schön schockig. Ganz schön schockig, muss ich mal sagen. Ja, moin. Hallo. Geben wir ihr Deckung. Okay, gar nicht so schlecht. Küss mich, Baby. ja. Scheiße gelaufen. War? Die sehen komisch aus. Auf ihre Position. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Du bist stark. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um Sie zu retten. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Ja, schließ dich uns an. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Okay, Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten Sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Okay, dann gehen wir. Los geht's. Ich entschuldige mich für dieses Hintergrundgeräusch. Auf I. Ja, dann drücken wir mal auf I. Was haben wir denn noch Schönes? Haben wir hier irgendwas? Ja. Das nehmen wir. Wobei, nö. Nein, ich bin noch nicht bescheuert. So, erstmal alles. So, alles auf die Pistole, wenn möglich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Haben wir noch irgendwas Neues, was wir hier drauflegen könnten? Oder hier, oder wo, oder nö, nö. Okay, sehr gut. Ich check das Equip noch nicht so ganz, aber... Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Reißer. Das mache ich in einer ruhigen Minute, ganz ehrlich. Leicht, Mensch. Haneket... Hä? Okay, bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit, bei Gelegenheit. Irgendwo Gegner? Sehe ich da irgendwo geht? Nein.
Einer ist da noch, einer ist da noch. Okay, weiter geht's. Können wir die looten? Die geht? Nee. Das ist aber eine Kiste. Eine Kiste. Alles nehmen, alles nehmen. Da suchen wir die Ausgrabungsstätte. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken Sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Ich traue Nihilus nicht so richtig, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Achso, wieder zurück. Okay. Planänderung. Werde ich die Deckung auch wieder auf dem Rückweg brauchen. Das ist sehr komisch mit der Steuerung und das Zoom. Der arbeitet irgendwie nicht so richtig. Wir rennen diesen Weg. Rennen diesen Weg, da ist ein Medizin-Kit, wir sollten es mitnehmen. Okay, weiter geht's. Immer weiter nach rechts, immer weiter, immer weiter. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Sagt ein sehr dummer Mann. Okay, da war ein Schnellspeicher, ich hab's genau gehört. Okay, what goes? What goes hier ab? Schön vorsichtig. Checken wir mal die Lage. Da muss ich irgendwie hin. Hallo? 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 Wo geht's denn hier lang? Okay, wir checken mal die Karte. Gibt's irgendwo eine Karte? Fuck that shit. Aha. Ausgrabungsstätte. War ich hier gerade falsch? Ich glaube, ich war schon richtig. Sorry, Leute, dann erzähle ich euch einen kleinen Schlag. Dieses Spiel erinnert mich so ein bisschen an Knights of the Old Republic. Deswegen ist, was ist auch der Grund, warum ich es spiele? Weil ich diese Art von Spielen sehr gerne mag. In Kombination mit Entscheidungen, die man trifft, ist das schon was ganz Geiles. Nochmal, ja, wir sind richtig. Sehr schön. Ja, und dementsprechend. Sie gehen, drücken Sie Y, um zu rennen. Aha. Bullshit. So, schauen wir nochmal auf die Karte. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Dann rennen wir zur Zugstation. Dieser Wegpunkt ist anscheinend nur ein Kompasszeichen. So kann man sich irren. So leicht geht das. Ja, und ich mag Raumschiff Enterprise und so und Star Trek eigentlich ganz gerne. Ich bin zwar mit Star Wars groß geworden und ich feiere beides. Ich mag beides sehr gerne. Aber ich mag eben auch Entscheidungsspiele à la Telltale Games Serien. Und kann dementsprechend diesem Spiel sehr viel abgewinnen. Achso, da außen hätte man jetzt lang gemusst. Okay. Ich weiß noch nicht, wie mein Teamkollegen befehligt, aber das finden wir schon noch raus. Warum läuft hier so komische Musik? Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Ja. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Würde ich gerade nämlich meinen. Die sehen nicht so glücklich aus. Haben die Geth ihnen angetan?
Heiß gelaufen, heiß gelaufen. Wäre fast schief gegangen. Wäre fast schief gegangen. Okay, ich könnte mit den Leuten jetzt drüber reden, aber das werde ich nicht tun. Ich rede lieber in Ruhe danach mit denen. Moin. Oh, ich habe mich gerade verjagt. Erstmal alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Und wieder raus. Und... Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Okay, manuelles Überbrücken. Wie geht das? Was? So. Menschen. Hallo. Dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich. Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Wie sind Sie in diesem Schuppen gelandet? Wir haben uns während des Angriffs versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Das ist natürlich auch eine Sichtweise. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Ja. Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Ja. Hoffnung? Nein. Ja. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Das klingt nicht gut. Sagen Sie gute Nacht, Manuel. Sie können die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Meine Stimme muss gehört werden. Grundgütiger, was haben Sie getan? Das war ein wenig extrem, Commander. Sie können doch nicht einfach rumlaufen und Leuten auf den Kopf schlagen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er etwas Unüberlegtes getan hätte. Oder etwas Gefährliches. Da haben Sie wohl recht. Bis er aufwacht, werden die Medikamente ihre Wirkung entfaltet haben. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Viel Glück, Commander. Oh, ich bin abtrünnig geworden. sorry. In dem Sinne, mach's gut, Lady. Ich wollte es nur anbieten. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber gut. Upgrade Kit. Das werde ich alles, wenn wir hier aus dem Kampfgebiet raus sind, machen. In Ruhe. Bei sowas brauche ich meine Ruhe. Da will ich auch meine Ruhe. Das ist mir persönlich ein Bedürfnis. Ich habe das Gefühl, hier kommt was. Nihilus? Da ist ja noch mehr von deiner Art. Saren. Nihilus. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Nicht so nah ran. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Nicht so nah ran. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ja, der Schuss war wohl ihm gegolten, aber ich glaube nicht, dass Nihilus so schnell tot ist. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Alle Ziele neutralisiert. War das nicht schön? Die Geräusche gefallen mir aber nicht. Gesehen?
Geh kaputt. Puh. Alle Ziele neutralisiert am Arsch. Ich bin lieber vorsichtig. Was auch immer Universalgel ist. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind sie weg? Keiner rührt sich, solange wir nicht wissen, wer sie sind. Ganz toll, Crew. Ich sagte doch, wir sollten in unserem Versteck bleiben. Schon in Ordnung. Wir stehen auf der gleichen Seite. Wir sind nur ein paar Farmer. Als das Schiff auftauchte, haben wir uns versteckt. Hm. Ich muss gehen. Hey, Crew. Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake. Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Was für Pakete? Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Das sollte helfen. Gehen wir. Viel Glück. Ich werde nicht darauf eingehen, dass sie vermutlich noch mehr hätten haben Brauchen können. Brauchen Sie was? Ich muss gehen. Viel Glück. Aber wir gehen da nochmal rein. Vielleicht ist da noch ein bisschen was zu mitnehmen, ne? Aber das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch mit. Dankend nehme ich das an. So. Dann werde ich hier allerdings einen Schnitt machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.